Fabians Universe. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde jetzt alles einfach nochmal erzählen, was ich gerade erzählt habe, weil meine Kamera einfach nach 15 Minuten meinte, dass die Speicherkarte voll ist und die Aufnahme dann aber nur 6 Minuten lang war. Wo man sich so fragt, wo sind die restlichen 7 Minuten? Das sind nicht 7 Minuten. 9 Minuten hin. Ha? Can you tell me? Tell me, where are the restlichen 9 Minuten, ne? Es geht heute um das Thema Schlaf, so. Möchte nur mal kurz erwähnen, es gibt genug andere Videos zu dem Thema, was eigentlich gerade jeden interessiert, beziehungsweise was niemand mehr hören kann. Deswegen dachte ich, ich bringe mal ein bisschen Abwechslung rein in die Welt des Internets. Mein Stuhl knarzt die ganze Zeit und rede mal über ein Thema, was mich persönlich sehr viel beschäftigt und ich glaube, es beschäftigt niemanden anderen so viel wie mich, das Thema Schlafen. Ihr denkt euch bei dem Titel jetzt so, geht's ihr gut? Brauchst du irgendwie Hilfe oder so? Schläft sie nicht? Ich schlafe, aber sehr wenig. Ich gehöre zu diesen 1% der Weltbevölkerung. Das sind eigentlich immer noch echt richtig viele, oder? Ich gehöre zu diesen Menschen, zu diesen glücklichen Menschen, deren Körper einfach nur wenig Schlaf braucht. Beziehungsweise deren Gehirn einfach nur wenig Schlaf braucht. Dieser Vibe ist einfach gerade so aggressive. Was ist da los? Ja, Leute. Ich versuche es euch jetzt zu erklären, was mein Problem mit dieser ganzen Situation einfach ist. Und zwar schlafe ich wenig, aber ich kann nicht ausschlafen. Also es ist für mich einfach nicht möglich auszuschlafen. Mein Kopf ist irgendwann ausgeschlafen und mein Körper noch nicht. Das heißt, ich wache auf und bin einfach müde. Vielleicht ist es auch anders, mein Körper ist wach und mein Kopf nicht. Ich weiß nicht, worum es ist. Jedenfalls, ich wache auf, bin müde, aber kann nicht weiterschlafen. Ich denke euch so, hä, bist du dumm? Weißt du nicht, wie man schläft? Schlaf doch einfach länger. Es ist nicht so einfach. Es funktioniert einfach nicht. Ich bleibe liegen, wälze mich aber nur noch hin und her und schlafe einfach nicht ein. Diese ganze Situation ist eigentlich schon seit ich denken kann so. Also es war nie so, dass ich eines von diesen Kindern war oder von diesen Menschen, die viel geschlafen haben oder halt ausgeschlafen haben. In meinem Umfeld gibt es keine Person, die so ist wie ich. Alle Leute eigentlich, die ich kenne, schlafen einfach lang. Und ich finde das wirklich faszinierend. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, 12 Stunden am Stück zu schlafen. Und ich habe auch das Gefühl, sonst auf der Welt gibt es niemanden, der so ist wie ich. Und was mich dann nervt, ist, wenn zum Beispiel Leute morgens zur Uni kommen und so sagen, oh, ich bin total müde. Nee, mein Wecker hat mich mitten aus dem Schlaf gerissen. Und ihr sitzt da mit euren 5 Stunden Schlaf, weil euer Körper sich morgens um 5 dachte, okay, wir wachen jetzt einfach mal auf. Und denkt euch so, ihr denkt euch einfach gar nichts, weil euer Kopf noch nicht wach ist. Was natürlich auch eine sehr häufige Reaktion ist, wenn ich von meinem Schlaf erzähle oder wenn Leute das mitbekommen, dass sie mich beneiden dafür, dass ich mir zum Beispiel morgens rein theoretisch keinen Wecker stellen müsste, weil ich sowieso immer so eine Minute vor meinem Wecker spätestens aufwache. Es ist aber wirklich nicht beneidenswert, weil es ist so, ich wache halt, wie gesagt, auf, bin aber einfach sterbensmüde. Mein Körper kann aber einfach nicht weiterschlafen. Damit ich also genug Schlaf kriege, muss ich früh ins Bett gehen, damit ich auch früh aufwachen kann. Denn das Problem ist, wenn ich spät ins Bett gehe, wache ich trotzdem früh auf. Und wer diese Rechnung mal weiterverfolgt, merkt schnell, dass das mit sehr viel Schlafmangel endet. So, ich bin Student. So, als Student hat man halt ein paar andere Sachen, die einem wichtiger sind als Schlaf. Zum Beispiel feiern gehen. Oder saufen gehen. Oder feiern gehen. So, wenn aber mal eine Party am Wochenende ist, dann denkt man sich ja so, boah, geil, dann kann ich auch mal richtig lang bleiben, so bis 3 oder 4 Uhr und einfach richtig lang feiern. Ja. Normale Studenten würden dann einfach am nächsten Tag bis nachmittags schlafen, um diesen Schlaf nachzuholen. Aber mein Körper denkt sich so, oh, du bist um 3 Uhr nach Hause gekommen. Wir wachen trotzdem um 7 Uhr auf, weil wir wachen ja auch sonst immer um 7 Uhr auf. Warum sollten wir jetzt länger schlafen? Ich meine, 4 Stunden reichen doch. Daraus resultiert dann, dass ich mich das restliche Wochenende wie ein 40-jähriger Mann fühle, der von der E30-Party nach Hause gekommen ist und für die nächsten 2 Jahre einfach einen Kater hat. Ich bin 19. So sollte das eigentlich nicht sein. Ich war gerade einfach die ganze Zeit nicht fokussiert. So, jetzt denkt ihr euch so, ja, okay, dann schläfst du halt zum Beispiel, wenn die Party freitags war, und du dann nur 4 Stunden, dann schläfst du wenigstens von Samstag auf Sonntag viel. Schön wär's. Nein, ich schlafe dann trotzdem nur meinen regulären 7-8 Stunden. Und mein Körper denkt sich so, wir sind zwar müde, aber wir wachen ja immer um 7 Uhr auf. Das heißt,
in meinem Körper leben quasi gerade 19 Jahre Schlafmangel, die ich einfach nicht nachholen konnte, weil ich trotzdem jeden Tag nur 7 bis 8 Stunden schlafe. Wenn ich dann einen Tag mal 4 Stunden schlafe, dann schlafe ich den nächsten Tag trotzdem nur 8 Stunden. There is no balance, you know? Es ist kritisch. Manche Leute würden jetzt vielleicht noch sagen, okay, wenn du früh aufwachst, dann hast du doch auch mehr vom Tag, dann kannst du doch mehr unternehmen. Was unternimmt man um 5 Uhr morgens? Richtig, man liegt einfach nur mit seinem Handy im Bett und denkt sich so, warum kann ich nicht wenigstens noch ein paar Stunden länger schlafen? So. Das Einzige, woran ich denke, so hoffentlich, wenn ich morgen aufwache, steht vorne eine zweistellige Zahl. Das ist vielleicht in 5% der Fällen so, wenn Zeitumstellung war vielleicht. Also was ich damit sagen will, mein Problem ist einfach, dass mein Körper so einen krassen Biorhythmus hat, dass wenn ich unter der Woche jeden Tag um 8 zur Uni muss und um 8 aufwache, das macht gar keinen Sinn, dann weckt mein Körper mich auch am Wochenende um diese Zeit auf, weil er sich so denkt, hey, woher soll ich denn wissen, dass jetzt Wochenende ist? So, wir wachen doch sonst jeden Tag so auf. Ich habe nicht mehr vom Tag, außer dass ich müde bin, sondern ich liege einfach nur im Bett. Was natürlich auch mies ist, ist, wenn ihr zum Beispiel bei anderen Leuten übernachtet. Ich hasse das wirklich. Also, es klingt jetzt irgendwie fies oder so. Es ist auch nichts Persönliches gegen die Leute, die vielleicht eine Übernachtung mit mir anstreben, weil das so was Tolles ist mit mir. Sondern es ist einfach nur, dass ich einfach keine Lust habe, am nächsten Morgen dann 4 Stunden lang da zu sitzen und zu warten, bis diese Person aufwacht und die ganze Zeit nur daneben zu liegen, mir so zu denken, ich will auch schlafen, schläft er so lange, ich will aufstehen jetzt. Und es stresst mich halt einfach, dass wenn jemand mich schon fragt, ob ich übernachten möchte, meine erste Reaktion ist einfach immer, nee, sorry, ich habe was vor. Ich muss zu Hause wach in meinem Bett liegen. Es ist wirklich nervig. Mein Freund zum Beispiel wecke ich eigentlich in 90% der Fällen auf irgendwann. Ich wecke ihn eigentlich immer auf irgendwann. Das, was ich euch gerade alles beschrieben habe, bezieht sich natürlich auf die Zeit, wo ich Uni habe. Momentan habe ich keine Uni, ich habe Semesterferien. Und in den Semesterferien sieht das so aus, dass ich halt zwar meine 8 Stunden Schlaf bekomme, sagen wir mal so 7 bis 8 Stunden bekomme ich eigentlich jede Nacht, weil ich jetzt natürlich keinen frühen Biorhythmus mehr habe. Also mein Körper ist nicht mehr darauf getrimmt, um 6.45 Uhr aufzuwachen. Ich wache eigentlich immer so gegen 9 Uhr oder so auf. Nur das Problem momentan gerade wegen dieser ganzen Situation, denke ich mal, dass es daran liegt, ist, dass ich einfach nur Müll träume. Ich weiß nicht, ob ihr mal auch so Phasen hattet. Ich habe das regelmäßig eigentlich, dass ich wirklich Wochen habe, wo ich jede Nacht, wirklich jede Nacht ausnahmslos irgendeinen gruseligen Traum habe, der sich immer wieder wiederholt. Ich wache nachts von diesen Träumen auf und ich schlafe ein und träume exakt das gleiche oder träume genau an der Stelle weiter, wo ich aufgewacht bin. Und dann wache ich morgens auf, mein Kopf denkt sich so, ja, wir sind jetzt wach, wir stehen jetzt auf. Und mein Körper denkt sich so, Alter, wir sind doch nie richtig schlafen gegangen, wir waren die ganze Nacht wach, so, what the fuck? Diese ganze Situation momentan ist einfach so ein Ausnahmezustand, dass mein Körper sich so denkt, okay, wir graben jetzt alle krassen Träume aus, die wir uns jemals vorstellen können und geben sie dir in einer Woche. Danke, wirklich, danke. Ich freue mich. Ich möchte einfach nur wissen, ob es da draußen Leute gibt, denen es so geht wie mir, die auch nicht viel schlafen können und die auch immer komisch angeguckt werden, weil sie nicht viel schlafen können. Wenn ihr da draußen jemanden kennt oder es euch genauso geht wie mir, dann meldet euch bitte bei mir und wir sind gemeinsam morgens um 5 Uhr am Handy und denken aneinander. Ich hoffe, dieses Video hat euch nicht in eine zu aggressive Grundstimmung versetzt. Und ihr könnt trotzdem einen schönen Tag haben, nachdem ihr dieses Video geguckt habt. Ich hoffe, dass meine Kamera diese ganzen Aufnahmen jetzt auch aufgenommen hat und nicht wieder irgendwann mir gleich das Signal gibt, dass die Speicherkarte voll ist und die Hälfte nur aufgezeichnet hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Schlaft ein bisschen für mich mit und bis dann. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal aufnehmen muss, dann schmeiß ich die Kamera aus dem Fenster.